So, meine Damen und Herren, wir kommen wieder hier zurück zum ersten Part. Ich bringe in letzter Zeit sehr viel Neues raus, aber das ist halt den Grund. Ich möchte vieles Neues ausprobieren, Neues bringen. Wir machen eine Kampagne bei Tropico 5. Wir müssen natürlich eine neue Familiendynastie erstellen. Das ist nicht die Familiendynastie Silvia, sondern die Dynastie Menzi. Aha. In der Dominikanischen Republik Viatolia muss immer Gott im Himmel stehen. Okay. Da bin ich. Der sieht sogar fast aus wie ich, also. Der ist die Mansi. Der ist der Mann. Diego Mansi. Manto. Eduard. Elian. Elias. Fabio. Fabio Mansi. Was? Felicanio. Was? Fernando. Fernando Mansi. Ich glaube, das passt. Das hört sich eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Ich sag euch gleich noch was. Fredo Mansi. Nee, Gabriel Mansi. Gerardo Mansi. Gil Mansi. Gonzalo. Gonzalo. Grazanio. Gregario. Hector Mansi. Alter, es gibt hier so viel Namen zur Auswahl. Ike. Ismail. Ivan. Ivan Mansi. Ich glaube, das passt. Ich möchte mal kurz die Frauen gucken. Danilo. Das können wir eigentlich nehmen. Ich möchte mal gucken, ob es meinen Real-Life-Namen auch hier gibt. Aber ich glaube eher weniger, weil es nicht so aus der Gegend da drüben kommt. Antonio, Angelo, Alfredo, Alejandro, das ist eigentlich schon so in die Richtung. Alonso, Abel, Adon, Agustin, Alberto, Aldo Mansi, Alejandro Mansi. Ich glaube, das lassen wir. Wir sind kein Geizhals, wir sind ein Bankier. Jährliches Einkommen von 200 ist auch nicht schlecht. Ein Vorarbeiter. Genau, sind wir auch nicht. Wandelbein. was ist das wieder? Berühmtheit. Ich würde sagen, wir sind ein Vorarbeiter. Globale Effizienz von Produktionsgebäuden steigt um 2. Ich glaube, das hört sich gar nicht mal ganz so schlecht an. Herkunft, kaukorisch, Latine, afrikanisch, asiatisch, ich glaube, wir bleiben hier bei diesem kaukorisch. Gesicht. Für drei Gesichtsarten gibt's. Ja, wir bleiben bei dem dünnen. Das sieht schon ganz okay aus. Steampunk. Geschäftsmann. Ich glaube, Geschäftsmann sieht schon ganz okay aus. Da sind wir nicht. Achso, na. Alter, nee. Was? Onkel? Onkel Pedro? Napoleon? Nee, wir nehmen kein Geschäftsmann. Wir sind Geschäftsmann. Hautfarbe. Kalt. Achso. Nicht die Hauptfarbe von dem Ding, nicht Hautfarbe, sondern ich nehme weiß. Nebenfarbe. Achso, da drinnen haben wir da schwarz, mangelgelb, grün, grün. Oh hier, schwarz, schön. Frisur Undercut, nein, würde ich nicht haben. Die Haare sehen natürlich ein bisschen komisch aus. Das passt gar nicht. Sowas geht vielleicht auch noch. Ja, der Cut will ich überhaupt nicht haben. Was ist denn das hier? Afro. Nee. Machen wir das hier. Das sieht schon ganz okay aus. Hut möchte ich eigentlich überhaupt keinen haben. Was verdeckt sonst alles hier?
Ah, es hat auch die Haare geändert. Mann. So, das sieht nämlich fast aus wie Vito. Accessoires brauchen wir eigentlich auch keinen. Okay, gehen wir weiter. Es gibt Menschen, deren Namen und Familiendynastien ganze Jahrhunderte überdauern. Ich bin einer von ihnen. Neue Welt, neue Möglichkeiten, keine Grenzen. Meine Insel kann alles werden, was ich will. Sie könnte ein Bauernparadies sein, mit Feldern bis zum Horizont und prall gefüllten Marktplätzen. Oder sie könnte eine Wiege der Industrie sein, mit Schornsteinen bis in den Himmel und Häfen, an denen Schiffe exotische Waren verladen. Oder sie könnte der Himmel auf Erden sein. Ein Magnet für Reisende aus aller Welt, die hier Spaß und Zerstreuung finden. Sir, wir liegen an, Sir. Doch im Moment ist sie nur ein bettelarmes Stück Land inmitten des Meeres. Zeit, an die Arbeit zu gehen. So, ja, die Welt verändern heißt das erste Mission, eine neuere Ära. Wie gesagt, wir sind hier bei Tropico 5. Ey, wir lassen alles auf Mittel, Naturkatastrophen gelegentlich selten. Ja, wir machen mal gelegentlich. Wir wollen ja eine kleine Schwierigkeit haben. Und wir wollen auf... auf der spielen. Ja, Tropico 5, warum eigentlich Tropico 5? Ich habe mal Tropico 3 gespielt, das war für mich damals ein richtig nettes die Spiel. Karibik, ein blühendes und wildes Land, meine neue Heimat, schön und voller Verheißungen, ein neuer Start, weit weg von der Politik der alten Welt, eine Chance, ganz von vorne anzufangen und die Dinge so zu tun, wie ich es will. Ich habe das schlechte Wetter und die eingefahrenen Wege meiner alten Heimat satt. Ich brauche einen Klimawechsel. Ich wurde zum Gouverneur dieser Insel ernannt. Nicht, dass sich jemand um den Posten gerissen hätte. Meine einzigartige Vorgehensweise wird diese Kolonie zum reichsten Ort der Karibik machen. Wie schwer kann das schon sein? Alles, was man braucht, sind ein paar Bretter, ein paar Nägel und einen treuen Ratgeber, den man anschreien kann. Kann man das leider Ratgeber oder? Willkommen in der Karibik, Gouverneur. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen? Ich bin Lord Oaksworth, Botschafter seiner Majestät in diesem Teil der Erde. Willkommen in der Karibik. So. Seine Majestät hat Ihnen ein mehrjähriges Mandat übertragen, in seinem Namen diese Kolonie zu regieren. Erfüllen Sie die Aufgaben seiner Majestät, dann stellen Sie sicher, dass Sie als Gouverneur etliche Mandatsverlängerung erhalten können. Mir kommt es irgendwie so vor wie in dem Dreier. Aber ich will irgendwie hier mit WSD irgendwie die Maus... Ah, es geht auch mit den Pfeiltasten, aber es ist so kompliziert mit den Pfeiltasten. Jo, ich mach mal kurz Pause. Und dann erkläre ich kurz nochmal das hier. Tropico 5. Eine Aufbausimulation, die ich mir jetzt durch den Steam Sale, Herbst Sale gekauft habe. Grund war, weil ich diese Aufbausimulation mag. Tropico 5 hatte ich schon damals einmal, Tropico 3 hatte ich schon damals gespielt. Tropico 5 hatte ich nur gesehen als Video. Das hatte mir damals schon richtig gut gefallen. Ich muss mal hier wieder runterschrauben. Selbst für euch wird das jetzt ein bisschen leiser. Und, jo. ja, was soll ich jetzt sonst so sagen? Es wird jetzt kein Dauerprojekt sein, das sage ich jetzt schon hervor. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter und gucken mal, was hier. Seine Majestät braucht Geld, um einen neuen Unterwasserpalast zu errichten. Er will, dass Sie Geld anpflanzen. Ich meine, eine dieser Getreidesorten, an der man gut verdienen kann.
Wenn Sie die Wünsche seiner Majestät erfüllen, erwarten Sie eine Medaillenzollernung und andere Belohnungen. Bauen Sie eine Plantage Zuckerrohr. Grüße, mein Lieber. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Als Vertreter der Krone kann ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten. Ich kann Ihnen ein Silberpäckchen anbieten, das eine Handelslizenz und ein kostenloses Handelsschiff beinhaltet. Allerdings würde ich einem Mann wie das Platin-Paket empfehlen. Es behaltet nicht nur das komplette Silberpaket, sondern hat nicht nur ein, drei spezielle Handelsangebote, mit denen gleich losgehen können. Von den Holländern kaufen. Ich wurde gleich. Wie viel Geld haben wir? Wir haben 9000. Ich würde nur das Silberpaket holen. Das reicht mir eigentlich vollkommen zu. So, wir sollen eine Plantage noch kaufen. Und Baumenü. Und zwar brauchen wir Rohstoffe. Eine Plantage. Für Zucker, also für Zuckerrohr. Da sind wir hier nicht ganz so gut dabei. Ah, mit dem Maustasten dreht man. Und wie habe ich das Gefühl, dass ich das Spiel schon kenne. Aber es ist ja nicht ganz so. Ich kenne das indirekt, sagen wir es mal so. Ich kenne den Teil 3. Teil 5 hatte ich noch nie gespielt gehabt. Aber irgendwie kommt mir das so bekannt vor, dass ich mir irgendwie Gedanken mache, dass ich das doch irgendwie kenne. Dauert aber ziemlich lange, ehe hier was ist. Oh, da bin ich. Wohin wandert die Sonne, wenn ich schlafe? Ja, das ist eine gute Frage, Herr Präsident. So. Was kriegen wir eigentlich dafür? Achso, Mandantverlängerung, genau. Was haben wir eigentlich hier? Wir haben hier Maisplantage. Jo, okay. Wir haben hier ein paar Leute drin. Seine Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Seine Majestät ist mit Ihrem Fortschritt zufrieden und sich erkenntlich zu zeigen, hat es ihr Mandant verlängert. Außerdem können Sie sich ein Anerkennungsschreiben gegen eine dieser fabelhaften Belohnungen austauschen. Staatskassenzuschuss 5000, persönliches Geschenk 5000 aus Schweizer Nebenkonto, Mandantsverlängerung um 12 Monate. Oder neue Kolonisten. Staatskasse. Weil wir brauchen ja irgendwann mal auch Geld. Und so viel Geld nehmen wir jetzt auch nie ein mit den paar Plantagen, würde ich sagen. Irgendwo muss ja das Geld auch herkommen. Und wie sollte ich doch ein Handelsschiff haben, oder? So, und jetzt? Gibt es eine Mission, oder? Irgendwie nicht. Fischerhafen, Holzfäller. Bin mal gespannt, ob jetzt gleich noch irgendeine Mission kommt, weil ich spule mal kurz ein bisschen vor. Sonst habe ich hier nicht viel im Moment zu tun. Dann ist es ein geiler Part. Ah, da. Stopp. Technischer Fortschritt ist ein Weg zur Autonomie, Gouverneur. Wir brauchen mehr Wissenschaftler, die über wichtige Dinge nachdenken und Neues entdecken. Die Forschung neuer Technologie erlaubt uns, unsere Wissenschaft und Gesellschaft zu verbessern und die Ketten unserer Herrschaft zu sprengen. Forschungsgebäude benötigen Ausbilder, Arbeiter, die sie möglicherweise im Ausland finden oder anstellen müssen. Bauen sie eine Bibliothek. Okay. Und da kriegen wir ein automatisches Bergwerk. Kälter. Oh mein Gott, das wird auch noch geil. Wenn ich hier den Bagger sehe, vielleicht. Ich weiß nicht, ob das zum Bagger kommt. So, Industrie, Luxusgüter. Oh. Wohnen. Unterhaltung. Ein Zirkus. Im Kalten Krieg. Okay, Opernhaus. Eine Ruine können wir hier bauen.
Weltkriege. Mhm. Medien. Hier, Kleinanlagen, Kathole, nee. Bibliothek hier. Ich finde das irgendwie immer noch ein bisschen ungewohnt, wenn ich hier nicht mit meiner Maus bewegen kann. So, aber die Bibliothek jetzt gebaut. Einmal Präsidente, immer Präsidente. Ich frage mich, was mit dem Schweizer Konto passiert, wenn ich jetzt was hochlade. Oh, was ich mit dem Geld eigentlich mache, das habe ich mich schon im dritten Teil gefragt. Oh, die kriegen 40. 40 Dollar, okay. Hier sollen sie sich ein bisschen beeilen. Hoch soll das hier sein. Und jetzt müssen wir eben ein bisschen vorspulen, damit wir hier die Bibliothek fertig bekommen. Oh, hier kommt das Schiff an. Oh, das hat 1000 eingebracht. 2000. Und diese Bibliothek ist fast fertig. Fertig. 2500 exportiert. Okay. So, hier brauchen wir jetzt Arbeiter. Oh, hier sind sie. Geht der Präsident jetzt in die Bibliothek? Niemand weiß es. Nee, der geht neben die Bibliothek. Seine Majestät hat die besten Architekten eingestellt, um seinen neuen Unterwasserpalast zu entwerfen. Wir brauchen ihr bestes Getreide, um sie zu bezahlen. Der Plan seiner Majestät ist einfach. Wir kaufen Zucker von ihnen, nicht für unser Bedarf, sondern für den Weiterverkauf zum doppelten Preis. Exportieren sie 3500 Zucker. Belohnung, 3 Monate verlängern. Das Mandat, okay. Wir sind die Schatten, die die Welt bewegen. Wir herrschen im Verborgenen. Wir sind die Retter der Menschheit. Wir sind der Orden. Und sie werden einer von uns sein. Sorry, die Musik macht mich gerade so ein bisschen mit. Ich habe ihre Karriere mit Interesse verfolgt. Ich spüre ihr großes Potenzial. Allerdings ist es nicht so einfach, den Ohren beizutreten. Erst müssen sie beweisen, dass sie es können. Gewinnen sie ihre Unabhängigkeit von der Krone. Dann sind sie einer von uns. Aufgabe: erklären sie die Unabhängigkeit. Sie gewinnen. Belohnung, sie gewinnen die Mission. Um die Abhängigkeit zu erklären, muss deine Beliebtheit größer als 50, okay, sein. Das erreichen sie, indem sie zur Zufriedenheit der Bürger der Insel erhöhen und den Kreis der Revolution vergrößern. Okay, nehmen wir an. Müssen wir natürlich annehmen, wenn das Ende der Mission dann mit ist, müssen wir diese Sache jetzt annehmen. Gucken wir mal, ob noch was kommt. Wirtschaftliche Position gerade mal 3200. Okay, ein bisschen wenig, aber ich hoffe, das klappt schon. Oh, wir haben nur noch 3 Jahre, haben wir. Oh, warte, stopp. Halt. Hier ist Forschung. Plantarverbesserung. Machen wir jetzt die Plantarverbesserung hier. Ich hoffe, brauchen wir eigentlich noch nicht, deswegen. Jo, okay, machen wir. So, mal gucken, was gibt's denn eigentlich noch so? Schau, dass wir jetzt hier nicht weitermachen können. Ich würde am liebsten jetzt schon ein paar Häuser neu bauen. Ah, hier passt leider nur so eins hin. So. Damit wir jetzt überhaupt was machen. Lass mal jetzt noch 2 Häuser bauen. Vielleicht wird das dann besser. Die Krone überweist 5800. Ja, guck mal, hier entstehen schon die ersten paar Slums wieder. Auf eigenen Füßen zu stehen, ist eine Tugend, die mir sehr am Herzen liegt. Autarkie sollte das Ziel jedes Landes sein. Diese Lektion, wir sehen, 6 Leute sind gerade angekommen. Diese Lektion sollten Sie verinnerlichen.
zeigen Sie mir, dass Sie auf eigenen Beinen stehen können und werden Sie ein komplettabler profitabler Kolonie dann helfen Ihnen bei der Revolution. Verfügen Sie über 15.000. 12. Dann ziehen 12 Leute hier auf die Insel. Also wir müssen jetzt irgendwie 5.000 bekommen. Egal wie, ob man jetzt was verkaufen, ob man was kaufen oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich würde noch mal gerne eine Dings bauen. Eine Farm. So. Dann bauen wir uns nochmal eine Farm hin. Hafenanlage, Kraftwerk, das kommt im Weltkrieg, okay. Gucken wir kurz auf die Uhr. Ach, ist noch genügend Zeit. Ist ja noch ganz, ganz viel Zeit. Industrie, Rohstoff hier, Farm, Plantage. Bananen bringen hier richtig gut. Irgendeine Farm noch? Also Ziegen würde ich hier machen. Gibt aber nur Milch. Und noch eine Farm? Ich weiß nie, was mehr bringt. Na, holen wir uns hier noch eine Farm, so eine Farm. Oh, hier kommen sie. Die Revolution kämpft für die Freiheit. Und nur wenige Menschen sind so frei wie die Piraten. Wir sollten uns mit ihnen anfreunden und von ihnen lernen. Sie haben es vielleicht gehört. Piraten mögen es, sich zu betrinken und Spaß zu haben. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir auf Tropico immer darin nichts nachstehen. Bauen Sie eine Taverne. Unterstützt die Revolutionären. Okay. Die Last des Regierens verändert unsere Sicht auf die Menschheit. Für uns sind Menschen nur ein Rohstoff, der gut eingesetzt werden will. Wo wir gerade vom Managen sprechen, Sie können zusätzliche Manager für die Insel gewinnen. Dann können Sie Ihre wichtigsten Gebäude zuteilen, um deren Leistung zu verbessern. Sie müssen nur neue Unterkünfte für Manager bauen. Baue 5 Landhäuser und 5 ziehen. Und dafür für 10. Ziehen dann 5 Dings das hierher. Ich würde sagen, Richtung. So, und dann bauen wir hier noch eine Straße hin, damit es ein bisschen ordentlich aussieht. So. Da haben wir jetzt hat mein Manuskript gestohlen und unter einem Pseudonym veröffentlicht. Eine autobiografische Erzählung von 2 Männern auf einem Berg, die mehr als nur Freunde waren. Selbst das surreale Kapitel mit den tanzenden Elfen unter dem Regenbogen fällt nicht. Ich mag die Typen. Jetzt will jeder Tropico auf einer Farm arbeiten und ich werde nie die Anerkennung dafür bekommen. Alles für die Katz. Habe Verbesserung freigeschalten. Ah, ist die Plantagen. Okay, also müssen wir mal warten, bis die erste Farm fertig ist. Manns. Oh, wir machen gerade Minus. Aber hier bekommen wir 6 Monate mehr. Mandantzeit. Das wäre, ist natürlich auch nicht so schlecht. Wäre auch nicht schlecht, wenn die Krone jetzt mir helfen würde. Was kriegen wir hier? 5 Manager. Als eine Kolonie der Krone stehen wir in einem Wettbewerb. Einem Wettbewerb, den wir verlieren, alter Freund. Die Kolonien Puerto Coco und Isla Roja stehen weitaus besser da. Die Insel Puerto Coco und Isla Roja verdienen sogar viel mehr, dass die Krone auch von ihr Ihnen mehr Geld erwartet. Seine Majestät hat beschlossen, dass alle Kolonien eine Zusatzsteuer zahlen sollten, weil es der Region so gut geht.
Ich bräuchte eine Medaille zu verlangen, aber so viel Sie Geld habe ich leider nicht. Sie sorgen sich immer noch um so triviale Dinge wie Geld. Ich werde Ihnen dieses Mal helfen. Aber denken Sie daran, ich biete meine Hilfe nur einmal an. Geld ist zwar hilfreich, doch letztlich eher irrelevant. Es ist nur ein Mittel dazu, die Welt in den Griff zu bekommen. Hier nehmen Sie, aber denken Sie daran, ein Mann, der sich auf das Geld der anderen verlässt, wird schnell zum Sklaven. Und ich verschwende meine Zeit nicht mit Sklaven. Ja klar, dann nehme ich ab in meine Staatskasse, da habe ich nämlich wieder ein bisschen Plus. So. Sollen Sie mal hier bitte ein bisschen mehr beeilen? Danach können Sie sich gerne um die Häuser mit hier kümmern. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Seine Majestät ist mit Ihren Fortschritten zufrieden. Um sich erkenntlich zu zeigen, hat er Ihnen Mandat verlängert. Außerdem können Sie Ihre Anerkennungsschreiben gegen die Verbrechen. So. Machen wir nochmal 5.000 drauf. Da sind wir fast wieder bei 10.000. Neuigkeiten. Wir haben in kolonialen Nachschubkisten die Sichel gefunden. Sie passt perfekt zu unseren Hämmern und wird unsere Produktivität in die Höhe schnellen lassen. Ich kann unsere glorreiche Zukunft beinahe mit den Händen greifen. Plantage-Verbesserung freigeschalten. Yay. Wo kann man die Verbesserung machen? Keine Ahnung, wo die Plantageverbesserung dann eigentlich ansetzt oder ob die schon eingesetzt ist. Ich sehe, dass die Häuser fertig sind. Unglücklicherweise haben die Inseln Puerto Coco und Isla Roja die Manager gestohlen, die für sie bestimmt waren. So wie ich verstehe, haben sie ihr Management große Villen angeboten, Luxusvillen angeboten, um sie abzuwärmen. Geben sie sich nicht sehr darüber. Sie können sich früher oder später dafür rächen. Inzwischenzeit habe ich die Verbindungen des Ordens genutzt, um eine Vermadanzverlängerung für sie zu erwirken. 12 Monate ist schon eine reiche Sache. So, wir könnten aber, das habe ich gerade gesehen gehabt. Waren das jetzt? Irgendwo könnte man einstellen, dass sie hier nichts mehr aus dem Heimdüngung. Ah! Kleinflächiger Anbau. Oh, jetzt habe ich bald das Geld hier zusammen. Aber ich mache mal kurz hier die Heimdüngung drauf. Und hier den kleinflächigen Anbau. Da habe ich etwas eine höhere Effizienz. Stimmt, eine Taverne müssen wir ja auch noch bauen. In spontaner Brillanz hat seine königliche Majestät erkannt, wie sich alle Probleme ihrer Insel durch den Bau eines einzigen Gebäudes lösen lassen. Seine Majestät versichert mir, dass der Bau einer Plantage Kakao alle finanziellen, sozialen und Gemeinschaftsprobleme der Insel mit einem Schlag lösen wird. Bauen Sie mindestens eine Kakao-Plantage und Mandant wird um 6 Monate verlängert. Ich möchte erstmal kurz was machen. Das hier. Machen wir das hier mit. So, gut. Und zwar möchte ich die Taverne erstmal bauen. U-Bahn-Station. Neuzeit. Atomkraftwerk. Okay. Taverne. So, eine Taverne brauchen wir. Und es wohnt eine neue Plantage Kakao. Hm.
Ja, sind beide Ecken genauso schlecht. Ja, jetzt ist die Farm mittendrin, aber es geht schon. Das ist noch erträglich. Das ist noch erträglich. Das zügellose Liebesleben in ihrer Familie hat zu einer unerwarteten Schwangerschaft geführt. So wie auch jede andere wichtige Geburt wird das Ereignis dieser Aufmerksamkeit auf alle sich ziehen. Vielleicht sogar Ärger. Wie wollen Sie umgehen mit Präsident? Organisieren Sie schnell eine Hochzeit, bauen Sie eine katholische Mission in 9 Monaten. Bezahlen Sie Geld, damit alles ruhig bleibt. Ich bin ein Fan von guten Skandalen. Ich erkenne mein Kind an. Ich erkenne das Kind nicht an. Hier gibt es keine Folgen. Ja, wenn ich wüsste, wie teuer jetzt so eine Mission ist. Was soll ich jetzt machen? Ja. Wussten Sie, dass auf unserer Insel Schätze vergraben sind? Wir sollten danach suchen. Gestern besuchte mich ein seltsam aussehender Mann und verkaufte mir diese Schatzkarte. Daraus sind verborgene Schätze mit der Oberfläche Tropikus verzeichnet. Sie sollten unsere Wissenschaftler beauftragen, einen Weg zu erforschen, um sie aus dem Erdreich zu bergen. Erforschen Sie die Technologie-Schaufel, unterstützen Sie die Revolutionäre. Okay, machen wir mal die Forschungsschaufel. So. Schließen, die Taverne wird gerade gebaut. Als Zeichen des Dankes für die Unterstützung der Bewegung bietet die Revolutionären ihren Hilfe an. Denken Sie daran, Sie brauchen eine Zustimmung von mehr als 50%, um die Unabhängigkeit zu erklären. Eine größere Zahl von Revolutionären hilft die Insel Ihnen dann außerordentlich. Doppelzeichen, Dollar. Drei gebildet. Bürgerreihen. Ich hoffe, wir haben noch genug Platz hier. Ah, hier ist noch ein kleines bisschen Platz. Ja, es ist noch ein kleines bisschen Platz. Also noch dürfen sie eigentlich keine Slums mehr bauen, obwohl hier noch welche stehen schon. 15 Bürger. Die Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. So, was wollen wir diesmal haben? Komm, Zuschuss. Wussten Sie, dass auf unserer Insel Schätze? So, aber ich würde mal sagen, Leute, das war's mit diesem Part. Und würde mal hier auf Speichern gehen. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir Kommentare in die Kommentare. Genau, schreibt mir in die Kommentare genauso, wo euch das gefallen hat. Und dann würde ich sagen, nennen das immer so ein. Daumen nach unten. Oben abonnieren natürlich nicht vergessen, dann bis zum nächsten Mal. Sagt euch das Wort. Ciao, ciao.